Mama, bist du mit dem Papa zusammen in die Schule gegangen? Nein, den Papa habe ich erst viel später kennengelernt. Wie hast du ihn denn kennengelernt? Was war denn das? Da ist mir doch jetzt tatsächlich einer hinten drauf gefahren. Oh Mann, so ein Mist! Was ist denn mit Ihnen los? Haben Sie etwa nicht das Stoppschild gesehen? Sie brauchen wohl eine Brille. Oh, das tut mir schrecklich leid. Aber Hauptsache, Ihnen ist nichts passiert. Dank Ihrer Anhängerkupplung habe ja vor allem ich den Schaden. Aber ich bin gut versichert. Ich gebe Ihnen gleich meine Daten. Okay. Und das ist meine Visitenkarte. So können Sie mich erreichen. Vielleicht brauchen Sie ja doch mal noch einen Sehtest. Ja, danke. Tschüss. Nicole Overbeck, Augenoptikermeisterin? Aha. Eine tolle Frau. Soll ich sie einfach so wegfahren lassen? Naja, ich habe ja immerhin noch ihre Visitenkarte. Eigentlich ist er total nett. Ganz mein Typ. Bestimmt hat er schon eine Freundin. Und dann seid ihr weitergefahren? Ja, aber kurze Zeit später haben wir uns wieder getroffen. Da ist ja das Optikergeschäft. Soll ich da jetzt wirklich reingehen? Ich weiß nicht so recht, ob sie sich freut, wenn ich dort auftauche. Ah ja, komm. Ein Sehtest kann ja nicht schaden. Hallo. Ah, hallo Herr Hauser. Hat mit der Versicherung alles geklappt? Ja, alles okay. Ich komme eigentlich wegen einem Sehtest. Wirklich? Sehen Sie also doch nicht so gut? Naja, ich weiß nicht so recht. Wir machen schnell einen Computersehtest. Bitte kommen Sie mit. Moment, ich schiebe es noch näher hin. So, einfach bitte geradeaus reinschauen, das Gerät misst dann automatisch. Ja, Sie sind wohl etwas kurzsichtig. Oh, tatsächlich? Wir messen gleich noch genauer. Sie dürfen hier Platz nehmen. Zuerst schauen wir mal, wie Sie ohne Korrektur sehen. Dort vorne sind Sehzeichen. Sehen Sie die scharf? Oh, also die oberen ja. Dann wird es schon unscharf. Also den Führerscheinsehtest würden Sie so nicht mehr bestehen. Jetzt setze ich Ihnen mal die Korrektur in die Messbrille ein. So, und jetzt schauen Sie mal. Wow, das ist ja scharf. Wird es jetzt grauer, verwaschener? Ja. Und wird es so nochmal schärfer oder nur kleiner und schwärzer? Kleiner und schwärzer. Okay, ich halte Ihnen jetzt zwei verschiedene Gläser vor. Bitte vergleichen Sie die beiden. Glas 1 oder Glas 2? Die sind gleich. Okay, gut. Sie sind rechts und links minus eine Dioptrien kurzsichtig. Was, so viel? Ich glaube, ich muss nochmal schauen. Ja, es ist auf jeden Fall besser. Sie sehen ja noch hübscher aus. Unglaublich. Danke. Aber eigentlich mag ich ja keine Brille tragen. Ja, dann gibt's vielleicht noch mehr Autounfälle. Wie wär's denn mit Kontaktlinsen? Die Korrektur eignet sich perfekt. Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Gut, wir könnten sofort mit einer Anpassung starten. Wir sind ja fast gleich alt. Wollen wir uns nicht duzen? Ja, in Ordnung, Michael. Dann bräuchte ich noch deine Adresse für die Kartei. Ich wohne in der Blumenstraße 4. Das ist ja lustig. Ich wohne in der Gartenstraße. Das ist ja gerade um die Ecke. Ich habe dich da noch gar nie gesehen. Ja, sowas. Ich dich auch nicht. Ich habe eine Dachwohnung bei meinen Eltern im Haus. Das ist das alte Fachwerkhaus. Ah, wohnst du dort alleine? Ja. So, Michael, jetzt werde ich dir mit dieser Spaltlampe mal noch ganz tief in deine schönen Augen schauen. Das Kinn bitte hier auflegen, ja genau, und geradeaus schauen. Man kann mit diesem Augenmikroskop kleinste Verletzungen im Auge erkennen. Aber bei dir sieht alles gut aus. Du hast eher trockene Augen, sitzt du viel am Computer? Ja, ich bin Informatiker. Aha, interessant. Wir probieren jetzt gleich zwei verschiedene Kontaktlinsen aus. Beide sind für trockene Augen gut geeignet. Tun Kontaktlinsen denn nicht weh im Auge? Nein, schau mal. Die sind so dünn, die spürst du gar nicht. Lehn dich einfach zurück. So. Und schon drin. Wow, ich spüre wirklich nichts. Und jetzt kommt noch die andere. So, wie siehst du damit? Wow, super. Alles gestochen scharf. Jetzt bist du dran. Erst wenn du sie auch alleine rausmachen und einsetzen kannst, lasse ich dich damit gehen. Ja, einfacher wäre es, ich hätte eine Optikerin als Freundin. Dann müsste ich das nicht selber machen. Die Optikerin würde dir was erzählen, wenn du das nicht lernst.
Ich hab sie draußen. Na schau an, du bist ein richtiges Naturtalent. Die meisten tun sich viel schwerer damit. Das ist ein Kontaktlinsenpflegemittel. Heute Abend machst du die Linsen raus, reinigst sie damit und legst sie in diese Flüssigkeit in den Behälter, okay? Ja, alles klar. Und morgen setzt du sie wieder ein und kommst zur Nachkontrolle. Und was ist denn, wenn ich die Linsen nicht mehr rauskriege? Das klappt schon. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, dann probiere ich mal die Kontaktlinsen wieder rauszuholen. Na Mist, das klappt nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Was soll ich denn jetzt machen? Ich darf die doch nachts nicht drin lassen. Kommt das jetzt doof, wenn ich schnell zu Nicole rübergehe? Na, es ist ja noch nicht ganz so spät. Was sie wohl dazu sagen wird? Ach egal, irgendwie müssen die Linsen ja raus. Ich glaube, sie mag mich ja auch ein bisschen. Hier müsste sie wohnen. Oh, da läuft ja Michael. Meine Güte, der kommt zu mir? Um Himmels Willen, wie sehe ich denn aus? Schnell umziehen. Nicole, da ist dein junger Mann für dich da. Ja, einen Moment noch bitte, ich komme gleich runter. Nur noch kurz kämmen. Okay, so geht es. Michael, was machst du denn hier? Ja, es tut mir leid, dass ich hier störe. Aber ich bekomme meine Kontaktlinsen nicht mehr raus. Ja klar, und das soll ich dir jetzt glauben. Ja, wirklich? Also gut, komm mit. Kannst dich hier hinsetzen. So, die ist raus. Und die andere auch. Jetzt habe ich aber wirklich Feierabend. Boah, vielen Dank, ich bin echt froh. Hast du vielleicht noch Lust, mit mir auszugehen? Ich würde dich gerne als Dank einladen. Und ja, warum nicht? Oh, ist das schön hier, heute sogar mit Disco. Das war eine gute Idee, zu Giovanni zu gehen. Nicole, wollen wir tanzen? Oh ja, ich tanze sehr gern. Vor allem aber mit dir.